Ich steig mal lieber aus. Was ist mit dem Fahrzeug los? Habt ihr das Batmobil gerade gesehen? Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und wir sind hier bei Batman Arkham Knight. Und ja, der Joker hat uns ja ein bisschen überrascht, ne? Und jetzt bin ich auf einmal Gordon. Ich weiß jetzt nicht, was mit Batman passiert ist. Mit Betty? Ich habe keine Ahnung. Er kann nicht tot sein. Nein, er wird's auch nicht. Er wird wahrscheinlich gerade eine Runde Ping-Pong mit Joker spielen. Der steht doch darauf. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es hier weitergeht. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass man mal in andere Rollen schlüpft. Und auf jeden Fall gehen wir jetzt mal zum VIP-Elevator. Ja, falls ihr jetzt einen kleinen Unterschied an der Aufnahmequalität feststellt. Ich habe mir so einen kleinen Popschutz für mein Sennheiser 360 Gaming Headset besorgt. Der dämpft vielleicht mal so ein paar von den P, T und so weiter, die denn so in der Zeit öfter mal kommen. Und ich hoffe, dass dadurch das ein wenig gedämpft wird und ja, diese doofen Spitzen aufhören und ihr dadurch angenehmeres Hören habt. Ich bin gerade zwischendurch immer so ein bisschen am Gucken hier, weil ich nicht so genau weiß, was ich jetzt eigentlich machen soll. Ich renne jetzt hier gerade hin und her. Ich konnte das Ding gerade nicht bedienen. Ich kann auch sonst nicht großartig was mit ihm machen hier. Gordon. Kannst du hier nicht irgendwas drücken? Ich meine, ich war doch hier gerade an diesem tollen Schalt. Locked. Lockt, ja, schön. Klasse. Und wie soll ich jetzt reinkommen? Genau. Stimmmuster analysiert. Identifizierung bestätigt. Willkommen, Commissioner Gordon. Unglaublich. Oh, einfach ein bisschen ausrasten und schon lassen sie dich rein. Schön. Wo bin ich hier? Sloan. Kaputter DFD. The Ghost in Grey. Fahren wir mal runter. Oder hoch. Wir werden es gleich sehen. Runter. Wo geht's jetzt hin? Ich hab doch... Überhaupt habe ich Joker doch getötet? Oder bringe ich da jetzt gerade was durcheinander? Den haben wir doch verbrannt. Ganz am Anfang. Oder ist... War das die Zukunft? Und ich spiele jetzt gerade die Vergangenheit. Ich habe keine Ahnung. Oh, Leute. Das sieht mir hier stark nach diesen Dingen aus vom Pinguin aus Arkham Origins, wenn ihr euch erinnert. Da sah es auch so komisch aus. Oder auch nicht. Okay, hier sieht es nochmal ein bisschen doller anders aus. Was zum Teufel ist das hier? Das ist eine berechtigte Frage, lieber Gordon. Da sitzt wer drin. Hier sitzt auch wer drin. Hier. Guck mal. Da scheint irgendwer drin gewesen zu sein. Auf jeden Fall nicht über das Stromkabel. Ne. Aber das nützt uns alles nichts, weil der Elektriker Batman ist ja wieder nicht da. Ne. Und hier konnte ich mit so einem Glibberhandschuh kann ich da rein. Eine Kuh entbinden. Also so ein Kalb. Oh, hier. Vermisst du mich schon, Bats? Oh, du bist es. Commissioner, langweilig. Was hast du meinem Seelenbruder angetan?
Stell dich zwischen uns. Und ich verpasse dir ein Grinsen so breit, dass dir der Kopf abfällt. Ah ja. Du solltest dir vielleicht mal ein paar neue Klamotten wünschen zum Geburtstag, Milady. Okay, mehr hat sie nicht zu sagen, aber jetzt können wir hier mit mehreren quatschen. Hallo? Oh oh, sagen Sie nichts. Sagen Sie nichts. Sie sind der Police Commissioner. Ihr Gesicht war auf dem Plakat, das mit meinem überklebt wurde. Worauf warten Sie, alter Mann? Johnny C. spielt keine Wunschsongs. Johnny C. Oh. Wen haben wir denn hier? Was willst du, Hund? Ups. Kommst her und schnüffelst rum. Glaubst du, du bist die Polizei? Niemand belästigt den Goliath. Die sind alle sehr sonderlich freundlich gestimmt mir gegenüber. Finde ich gut. Finde ich sehr erfrischend, auf jeden Fall. Hier ist auch noch einer drin. Commissioner, Gott sei Dank. Sie müssen mich hier rausholen. Die haben mich eingesperrt und Tests durchgeführt, wie an einem Kaninchen. Ha! Mit mir ist alles in Ordnung. Okay. Die sehen irgendwie alle so aus wie der Joker. Lasst mir mal in den Comments, ob ihr mich aufklären könnt. Gut, dass du gekommen bist. Ich mich erschrocken. Das musst du sehen. Was ist das für ein Ort? Wer sind diese Leute? Bevor es ihn erledigt hat, hat der Joker sein infiziertes Blut an alle Krankenhäuser im Staat verschenkt. Ich weiß, wir haben es gefunden. Wir haben was übersehen. Wie? Ärztliche Fehler. Transfusionen, die nicht verzeichnet wurden. 5 Personen waren betroffen. Sie waren dem Blut zu lange ausgesetzt. Es verändert sie. Sie werden zu Jokern. Mein Gott. Es ist eine Form der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die aber weiter mutiert ist als alles, was es bisher gab. Was ist mit ihm? Er sieht nicht aus wie die anderen. Henry Adams. Er ist am längsten infiziert, aber ohne Symptome. Immun gegen Jokers Blut. Robin versucht festzustellen, warum. Eins ist aber klar. Henry ist der Schlüssel zu allem. Ich habe kooperiert. Ich habe alles gemacht, was Sie wollten. Sie haben gesagt, es dauert nur ein paar Tage. Du kannst ihn nicht gegen seinen Willen festhalten. Wir sind nah dran, Jim. Wir können ihn nicht gehen lassen, bevor die anderen nicht geheilt sind. Halt. Du hast gesagt 5, ich zähle nur 4. Einer fehlt noch. Er wird bald hier sein. Ups. Das war jetzt die Vergangenheit. Hörst du mich, Bruce? Nee. Oh, du nicht so überrascht, Bats. Du wusstest, es würde früher oder später so kommen. Ich tief in dir drinnen. Zusammen werden wir dieser Stadt geben, was sie verdient. Einen neuen Batman. Einen besseren Batman. Einen dunkleren. Naja, dazu kommen wir später. Zuerst müssen wir ein paar Prioritäten setzen. Sicher, du hast die Explosion eingedämmt und die Stadt gerettet, aber Ace Chemicals wird dennoch explodieren. Du musst doch mal auf dich selbst Acht geben. Ich kann ihn nicht schlagen. Warum nicht? Immerhin grübelst du jetzt für 2 nach. Fuck. Wir labern bloß wieder irgendeine Scheiße. Lass uns erstmal herauskommen. Ja, genau. Am besten, Betty, du springst. Computer? Okay, ich könnte drücken, was ich will. Achtung, Explosion steht kurz bevor.
Komm hier, Ghost-Detektiv-Modus. Oh, hier, warte. Neutralisierungsmittelbehälter. Ja, die sind jetzt nicht so das Wahre. Wenn wir nur etwas hätten, das stark genug ist, eine Wand zu durchbrechen. Ach, jetzt hat er mir geholfen. Alles klar. Dann ziehen wir doch mal den Karren auseinander. Oh, Bats, ich hab dich vermisst. All die Subtilität und Nuancen eines Napalm-Einlaufs. Der hat Sprüche drauf. Weg hier. Okay, ich scheiß auf Joker. Dann wollen wir mal hier raus. Hallo, die Wölfe! Ab geht der Hans-Peter. Aus Hacke-Peter wird Kacke-Später. Alfred. Gott sei Dank. Als die Explosion... Ich dachte schon, sie wären. Schon gut, Alfred. Ich konnte den Explosionsradius verringern und verhindern, dass das Toxin die Stadt erreicht. Aber was ist mit Scarecrow? Oder diesem Arkham Knight-Burschen? Sie haben Panzer, Raketen, ihre Truppen sind in ganz Gotham. Crane ist entwischt. Ich war dem Toxin ausgesetzt. Meine Güte, geht es Ihnen gut? Wissen Sie noch, was in der Anstalt geschehen ist? Schon gut. Ich hatte schlimme Symptome. Aber das ist vorbei. Das war gute Arbeit von Scarecrow. Ich war nie ein Freund seiner Erfindungen, aber diese Mischung ist toxisch gut. Sie bringt wirklich meine Seite in dir zur Geltung. Sir, haben Sie mich gehört? Commissioner Gordon hat versucht, Sie zu kontaktieren. Danke, Alfred. Jim. Du lebst. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss mit dir sprechen. Klar, was gibt's? Treffen wir uns vor dem GCPD-Gefängnis. Ich bin auf dem Weg. Ja, da werde ich ja schon der Balle ein bisschen kirre. Der Batman in uns, wegen dem toxischen Gift, haben wir jetzt irgendwie was in uns? Kommen wir hin, vielleicht kriegen wir ja ein bisschen was raus. Alfred, analysiere die Milizen. Truppenstationierung, Ausrüstung, Bewegung. Ich will genau wissen, was mich erwartet. Ich würde eine Analyse der feindlichen Truppen durchführen und mich dann melden. Hier stehen Fahrzeuge rum. Du kannst alle anderen einziehen, aber mich nicht. Wo hab ich... Mensch, knapp doch nicht so die ganze Zeit wie mit eurem Psycho-Gefasel, Mann. Aber etwas Mensch, hier kommt Kuss auf die Fresse. Los, was willst du nun? Ab geht er, der Hans-Peter. Das habe ich eben schon mal gesagt. Weil die Tanks ja halt nicht so viel aus, ne? Das war's schon wieder. Ah, hier fehlt mehr rum. Weißt du, ich glaube, ich habe noch nie einen Feuerwehrmann getötet. Echt? Das überrascht mich. Alter, das sind alles Verbrecher. Ich habe schon Korps, Sanitäter. Fahren wir mal zum Missionsziel, wenn wir da ankommen. Ab geht's. Ach so, hier sind wir jetzt wieder. Abwarten, wenn du ihm sagst, hä? Dass seine Tochter entführt wurde. Und dass es deine Schuld ist. Das wird echt herrlich. Jetzt Rallys. Der Typ ist immer noch tot. Und ich bild mir den ein. Ach du Scheiße. Ich muss los. Batman ist hier. Was ist los, Jim? Komm schon, du machst mir Angst. Es ist Barbara. Sie wurde entführt. Nein, nein. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie ist schon vor Stunden rausgekommen.
Bleib ruhig. Wir befreien sie. Wer ist es? Wer hat mein kleines Mädchen? Scarecrow. Sie wurde aus dem Uhrenturm entführt. Wir müssen los. Es könnte Hinweise geben, die uns zu ihr führen. Ich folge dir. Bleib in Kontakt. Du musst ihm schon irgendwann sagen, dass es deine Schuld war, Bats. Das Beste ist ja, dass ich bei dir bin, wenn du es tust. Also das ist jetzt so... Du musst konzentriert bleiben. Es ist gefährlich da draußen. Fahr langsam und ich kümmere mich um mögliche Probleme. Warum habe ich das zugelassen? Du hättest das niemals vorhersehen können, Trin. Dinge vorhersehen ist mein Job. Als Polizist und als Vater. Das Ganze ist meine Schuld. Ach, ich kann nur so langsam hinter ihm herfahren jetzt. Da oben, wir haben Gesellschaft. Wer ist das? Die Miliz. Ich mach das. An alle Kräfte, hier spricht der Arkham Knight. Eure Priorität ist die Ergreifung von Commissioner Gordon. Ich wiederhole, die Ergreifung von Commissioner Gordon. Hallo, warum komme ich denn nicht hinterher? Ich will ihn lebend. Lasst euch von nichts aufhalten. Ja, wichtig ist der andere Typ da. Kleines Kackvieh. Dich kriege ich noch. Alter. Ich krieg die nicht hin. Oh fuck, Junge. Das krieg ich doch nicht geregelt hier. Gordon kann hier natürlich mit einer Geschwindigkeit wegfahren. Alter. Der labert mich doch nicht voll. Und seh zu, dass du bei mir dran bleibst. Endlich. Ja, ist ja gut. Los, zieh. Boah, ich komm. Also ein bisschen schwerfällig ist es ja doch schon. Dräng diese Mistkerle von der Straße. Endlich. Das war's. Das war der letzte. Alles sauber. Es ist zu gefährlich, Chip. Steig ins Batmobil. Ich bringe uns zum Uhrenturm. Kleiner Grafikbug. Bring uns einfach in einem Stück dahin. Uns läuft die Zeit davon. Das ist so bequem. Setz dich du mal in den super tollen Seniorenstuhl, mein Freund. Ich weiß, deine besten Zeiten hast du wahrscheinlich nicht mehr. Bevor sie zum Uhrenturm aufbrechen, wollen sie vielleicht die Analyse der Truppen des Arkham Knight hören, die sie anforderten. Was hast du für mich, Alfred? Ich habe den Weltcomputer programmiert, die Präsenz der Miliz auf den drei Inseln zu analysieren und Daten über ihre aktuelle Stärke in jeder Zone bereitzustellen. Wie Sie sehen, unterliegt Mirgani Island starker Besatzung. Eine beachtliche Drohnenstreitkraft kontrolliert die Straßen. Founders Island ist der Stützpunkt der Miliz und wird durch Langstreckenradar und einen Raketenwerfer geschützt. Ich rate dazu, das Batmobil vorerst von dort fernzuhalten. Die verbliebenen Drohnen auf Bleak Island wurden zum Schutz des Uhrenturms ausgesandt. Rechnen Sie mit starkem Widerstand. Danke, Alfred. Ich bin auf dem Weg. Okay. Schalte die Ja, Sir. Der Evakuierungstrupp ist ausgeschaltet. Übernehmt die Drohnen am Uhrenturm. Er kommt. Manuelle Steuerung aktiviert. Ich halte ihn auf, Sir. Hier kann man auch nicht. Oh. Jim, der Uhrenturm ist umstellt. Ich sichere den Bereich und lass dich wissen, wenn es sicher ist, reinzugehen. Ja, ist ja klar. Ich mache jetzt hier. Kurz 5 Milliarden Tanks weg. Die Bewegungen dieses Dings. Ich krieg's nicht so fast. Na, hättest du wohl gerne, dass du. Ich baller dir so den Arsch weg. Hast du hier noch eine verpoolt und hier noch eine. Direkt
Und wer noch nicht hat, der kriegt deine extra Ladung. Kleine Rakete. Boah, Alter. Was? Einer ist hier noch irgendwo. Oder auch nicht, noch mehr. Endlich. Da sind Milizkräfte überall um den Uhrenturm, Jim. Im Batmobil bist du geschützt. Ich gebe Bescheid, wenn das Gebiet sicher ist. Ich sitze doch hier nicht rum, während du die Bastarde erledigst. Doch, tust du, Jim. Barbara würde nicht wollen, dass du dich umbringen lässt. Ich melde mich, sobald ich fertig bin. Aber sofort. Okay, wir steigen jetzt erstmal aus. Und ich glaube, ich muss da oben hin. Nee, ich muss zum Uhrenturm. Sag ich doch. Und fehl! Ab nach oben. Oh, jetzt bin ich schon wieder zu tief. Ja. Ich sollte erst die Miliztruppen auf dem Dach des Uhrenturms ausschalten, bevor ich hineingehe. Ach. Schleicht sich wahrscheinlich gerade an uns ran. Er ist allein, kein Problem für uns. Ja, ein Typ, der gerade einen ganzen Panther vernichtet hat. Betty, ich sag es nur ungern, aber wir hätten das so hingekriegt. Mein Ernst ist das. Oh, die quatschen hier wieder ewig. Er ist bestimmt hier und sieht uns zu. Ja. Jetzt hör auf, Mann. Du klingst, als hättest du an Scarecrows Angstgas geschnuppert. Eine Spur von Batman? Nein, vielleicht haben die Panzer ihn erwischt. Na, hoffentlich. Boah! Das ist eine Stufe tiefer, als ich wollte. Hallo, mein Freund. Ich bin auch nur für dich da. Alter, fünfmal in die Gallenblase reingeschlagen, Junge. Da. Komm her. Da, guck da. Immer auf die... Ey, du hast doch nichts Böses vor. Freundchen. Na, komm mal jetzt zu Papi. Komm mal. Hallo. Das ist doof, die fallen alle direkt auf den Boden. Ich könnte jetzt eine Rauchbombe abschmeißen, aber... Ah, jetzt wird's doch wieder interessant. Du warst leider nicht der Letzte. Aber du... Was hat er denn da? Messer. Jim, der Bereich ist sicher. Treff mich im Uhrenturm. Im Uhrenturm. Ich bin beeindruckt. Durch deine Tricks werden selbst als Batman. So. So. Sie ist noch hier. Colleen? Bist du's wieder? Oh nein, ich hab den... Darlehen für dich! Oh, scheiße. Fuck. Noch nicht ohnmächtig werden. Komm schon, zeig etwas Rückgrat. Alter, ich muss mir den Scheiß mehr angucken. Ich kann nichts machen, ich kann ihm nicht mal die Fresse polieren. Warte nur, bis dein nichts. Vater nach Hause kommt. Dieses Chaos wird ihn rasend machen. Scheiße. Hallo? Ich kann nichts machen. Ich kann nicht mal die Bettsicht anmachen. Kann ich ihm hinterher rennen? Ja, falsche Tür. Falsche Tür, Mann. Nö. Ich kann nichts drücken. Ich kann keine Detektivsicht anmachen. Ich kann mich nicht ducken. Ich kann gar nichts. Ich kann nichts. Alter, wollt ihr mich jetzt verkackeiern? Ich verarsche euch gerade nicht, Leute. Ich kann nichts machen. This is what happens when
You drag your friends into this crazy little game of ours. Ich krieg mal echt eine Klatsche. Ach, es gibt doch nichts Besseres, als in Erinnerungen zu schwelgen. Was, Bats? Jetzt bin ich hier wieder in dem Uhrenturm. Und jetzt ein Logenplatz für die Hauptattraktion. Man sollte meinen, der alte Jim Gordon hätte langsam genug durchgemacht. Zuerst verkrüppelt ein gut aussehender junger Irrer seine Tochter. Jetzt macht er sich für ihre Entführung verantwortlich. Du solltest ihm wirklich sagen, dass es deine Schuld ist, Bats. Er wird das verstehen. Ist ja nicht so, als hättest du seine Tochter sterben lassen. Zumindest noch nicht. Die Nacht ist noch jung. So witzig ist diese Episode jetzt ja nicht. Wir sind einfach jetzt gerade nur mal ein bisschen in der Klemme. Ein bisschen. Jetzt liegt ja auf einmal hier... Lacht er eben auch schon hier? Alter, ich werd doch kirre. Oh Gott, nein. Es ist nicht deine Schuld, Jim. Natürlich ist es das. Crane wollte so an mich rankommen. Ich hätte hier sein sollen. Ich muss dir etwas zeigen. Wir haben keine Zeit. Sie ist nicht wie wir. Identität bestätigt. Sie ist stark, Jim. Stärker, als du glaubst. Sie arbeitet für dich? Das ist alles deine Schuld. Ich werde sie finden. Sie ist meine Familie! Meine Tochter! Alles, was ich habe! Ich hätte dir nicht trauen dürfen. Niemals! Ich zieh das allein durch. Bleib weg von meiner Familie. So gut war die Idee trotzdem nicht, Gordon. Ich finde, das ist erstaunlich gut gelaufen. Natürlich hätte ich ihm nichts gesagt, aber deshalb ist es so befreiend, ich zu sein. Du kannst dich noch auf einiges freuen, Bats. Wahnsinn. Jetzt hängt der auch nicht mehr an unserer Schippe. Und wo soll ich... Keinen Anhaltspunkt, was ich sonst machen soll. Ich muss herausfinden, was Barbara passiert ist. Genau, wir das musst du. Die Kameras am Uhrenturm ausgeschaltet, um ihre Spuren zu verwischen. Wenn ich mich in das öffentliche Kamerasystem hacke, müsste ich alle Zugangspunkte zum Gebäude überwachen können. Dann hacke mal. Ich kann das nämlich nicht. Oh. Ich kann jetzt schon wieder steuern. Zoom-Leertaste. Oh. Jetzt geht's los. Okay, da kommen die Typen an. Da wollte ich doch gar nicht. Warum? Hier gibt es nichts, das mir verrät, wie Barbara entführt wurde oder wer es war. Oh. Okay.
Konzentration. Ich muss herausfinden, wer Barbara entführt hat und wie. Ja, warte. Da war doch gerade der Typ, Mann. Den habe ich da eben gesehen. Da. Nein, das bringt nichts. Ich muss herausfinden, wie Barbara entführt wurde. Ich hab das schon verstanden. Ich bin doch hier schon am Rumscannen in deinem Kackteil, wo ich mit der Maus gefühlt 5000 Kreise ziehen muss. Kann ich das nicht ein bisschen anders machen? Nö, kann ich nicht. Rücktaste. Ach, hier, jetzt kann ich wenigstens... Jetzt kann ich auf das... Der muss erstmal mit klarkommen. So. Das bringt nichts. Ich muss herausfinden, wer Barbara entführt hat und wohin sie sie bringen. Na, wer denn? The Arkham Knight. Konzentration. Ich muss herausfinden, wer Barbara entführt hat und wie. The Arkham Knight. Nee, da kommt noch wer. Okay, noch einmal. Das ist der Arkham Knight. Er hat Barbara. Ich muss rausfinden, in welchem Auto sie steckt. Ist ja klar, Batman. Du hast eben, als der Arsch von ihr nicht vor seinem Gesicht hing, hast du ihn nicht erkannt. Aber jetzt, oder was? Alles klar. Also, Betsy, wir kriegen ja noch einige Probleme, wenn das hier so weiterläuft, ne? So nicht. Ich will ein Kennzeichen haben. Halt. Kann ich das irgendwie sehen auf irgendeinem Bild? Nee, ne? Da. In diesem Fahrzeug wurde Barbara weggebracht. Diese Reifen sind Amatec D60er. Ich kann das Batmobil dem Reifenprofil folgen lassen. Es wird mich direkt zu ihnen führen. Mit Hilfe des Forensik-Scanners. Okay, hier drin sind komischerweise keine Reifenspuren. Wenn ich so darüber nachdenke... Oh, der Typ wieder. Woher wusste Scarecrow, dass er sich um deine IT-Abteilung kümmern muss? Ich hatte keine Ahnung, dass sie für dich arbeitet, als ich sie anschoss. War wohl Glück. Ich würde jetzt so gern die Fresse polieren, ne? Erstmal mache ich schnell den Stufenanstieg. Da ich wahrscheinlich... Hier gibt's irgendwas Neues. Er hat doch gerade gezeigt, hier gibt's was Neues. Nahkampfpanzerung könnte ich erhöhen. Machen wir mal. Ne? Hauptsache Punkte vergeben. Du. Ernsthaft? Ich habe auf ihren Alter. Kopf gezielt. Ja, halt doch jetzt einfach deine Schnauze. Hier, ich will jetzt raus. Ah, hätte ich doch nur eine Videokamera gehabt, als ich... Uhrenturm abriegeln. Autorisierung, Batman. Der arme alte Jimbo muss sich mit einer Diaschuhe lösen. So, und schon ist wieder eine schöne kleine Bücherkammer draus geworden. So, jetzt muss ich wieder runter. Hat irgendwer diesen Anakin gesehen? Diesen Jungen hätte das echt gefallen. Die Reifenspuren werden mich zu Barbara führen. Dazu kann ich den Forensik-Scanner des Batmobils benutzen. Oh, das war der Forensik-Scanner. Alfred, ich will den Namen des Arkham Knight. Auch geil gemacht, ne? Er hat sich den Namen aus einem bestimmten Grund ausgesucht. Wo sollen wir anfangen? Arkham City. Durchsuche die Akten von jedem Insassen, der nach dem Tod von Hugo Strange entlassen wurde. Und Alfred? Sir? Sie wussten von Barbara. Aktiviere die Sicherheitsprotokolle der Batmobile. Bitte bleib wachsam. Ich habe Oracle, Batman. Jetzt wirst du wissen wollen, wer ich bin. Du musst mich nur finden. Du bist Gotham groß. Und zwischen uns steht eine ganze Armee. Ich bin bereit für dich. Ach, du bist bereit für gar nichts. Du Typi. Hast dir ein Kostüm geschneidert, was so ähnlich aussieht wie meins, du. Himmelkopf. Ach, du Scheiße. Was ist denn das jetzt?
Gerät. Die Miliz hat ein Gerät abgesetzt, tief in der Straße vergraben. Ja, ich sehe es. Ähnliche Geräte werden in der ganzen Stadt aufgestellt. Ich überprüfe das. Ich steig mal lieber aus. Falcon 3 an Zentrale. Da ist ein Sprengsatz der Miliz auf dem Bahngelände. Mein Gott, das ist gleich neben dem Reaktor. Was ist mit dem Fahrzeug los? Habt ihr das Batmobil gerade gesehen? Es ist eine Bombe. Mit schwerer Panzerung. Oh je. Sollten Sie sich in dem Fall nicht vielleicht etwas entfernen? Ich werde den Fernzugriff mit dem Bat-Computer einrichten und jeden Virus benutzen, den wir haben. Sobald wir drin sind, kann ich den Kern mit einer kontrollierten Explosion unschädlich machen. Sehr wohl, Sir. Aber die Miliz hat bereits einen Zug unbemannter Panzer ausgesandt, um sie aufzuhalten. Werden sie nicht. Sir, der Virus destabilisiert das Gerät. Wenn Sie sich zu weit entfernen und die Verbindung verlieren, wird die Explosion alles in einem Radius von 10 Blocks vernichten. Wie Sie vorhin. Oh, fuck! Ich will das Gerät entschärfen. Die angeforderten Drohnen wurden aktiviert. Die Bomben. Jetzt kriege ich hier richtig die Hucke voll wieder. Ich weiß, Sir. Ich erledige ihn. Aber das drehen wir doch nochmal, oder? Drohnen-Telemetrie offline. Schlag zurück! Boah, direkt von hinten. Na, das ist aber nicht freundlich. Wenigstens nicht beim ersten Date, mein Freund. Nicht mehr. Du bist noch eine hier. Ja. Komm. Alter, die Typen. Drohne hält Position. Unter Beschuss. Also, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt noch an... Boah. Das wird jetzt gerade so ein bisschen tricky, hier nicht in eine Schusslinie reinzugeraten und mich auch gleichzeitig nicht aus diesem kleinen Radius hier zu bewegen. Okay. Meine Raketen würden mir ein bisschen helfen. Komm schon. Das war das. Und du auch noch. Wie viele sind denn hier noch? Junge, muss da irgendwann mal Schluss sein. Yeah, wieder der Slow-Motion-Gun. Die Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Okay, dann werden wir die Winde benutzen, um eine kontrollierte Explosion auszulösen, wenn ich den Rückwärtsgang richtig benutzen kann. So, Winde einsetzen. Achso, einfach Gas geben. Bin ich weit genug weg? Ich gebe Gas. Achso, ich muss es... Ach, hier wieder... Ja, ich habe nicht nach rechts geguckt. Entschuldige bitte. Ah. Perfekt. Glaubst du etwa, das war's schon, dunkler Ritter? Ich habe diese ganze Stadt mit Sprengstoff versehen. Wenn du versuchst, die Bomben zu entschärfen, bekommst du es nur noch mit mehr Drohnen zu tun. Ich habe jahrelang darauf gewartet und niemand wird mir das nehmen. Wenn es jemand versucht, bleibt nur ein Krater zurück. Sir, diese Warnung wurde auf einem offenen Kanal gesendet. Ich vermute, der Arkham Knight möchte eine Einmischung von außen verhindern. Ich sollte der Spur des Arkham Knight folgen. Ja, wir werden der Spur des Arkham Knight sicherlich folgen. Aber nicht für diese Folge. Nein, Quatsch. Nicht für diesen Part. Oh, jetzt quatschen die wieder rein, ne? Alles klar, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge und so weiter. Ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall freuen darüber. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Alles klar. Und bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.